Für die einen eine Weltstadt, für die anderen ein Dorf. Stuttgart. Auf jeden Fall eine Reise wert oder auch mehrere. Wir werfen heute erstmal einen Blick auf die vielen Sehenswürdigkeiten am Rand der Stadt und von dort aus hinunter in den Talkessel. Herzlich willkommen zur Expedition in die Heimat. Rund um Stuttgart sind wir heute unterwegs. Und Stuttgart liegt ja drin in einem Kessel. Und deshalb kann man an verschiedenen Punkten wunderbar reingucken in die Stadt. Und das haben wir heute auch vor. Und was wäre da ein besserer Startpunkt als dieses historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst? Kurz gesagt, der Fernsehturm. Auch nach 61 Jahren steht er stolz und weithin sichtbar über der Stadt. Nach wie vor ist er Anziehungspunkt für hunderttausende Besucher aus aller Welt. Seine Standhaftigkeit verdankt er einer bis dahin einmaligen Verankerung durch ein Ringfundament und zwei Kegelschalen. Mit 217 Metern ist er längst nicht mehr der höchste Fernsehturm der Welt, aber immer noch das Original. Hallo. Hallo, grüß Sie. Bitte schön. Sie nehmen mich mit hoch? Na klar, gerne. Wie hoch fahren wir denn jetzt? Wir fahren jetzt auf 150 Meter auf unsere Aussichtsplattform. Und wie lange dauert das? 36 Sekunden. Okay, so lange habe ich Zeit. 36 Sekunden. Wer fährt denn normalerweise mit Ihnen? Ist total gemischt. Also wir haben viel Publikum aus dem europäischen Ausland. Natürlich die Stuttgarter, die sich jetzt freuen, dass wieder alles offen ist hier. Rentner, Ausflügler, wir haben alles durch die Bank. Und ab und an auch mal eine Fernsehmoderatorin. Ich nutze natürlich jetzt die Chance und frage viel. Fragen auch andere Leute was oder genießen die eher die Fahrt und stehen hier? Nee, die sind sehr wissbegierig. Also die fragen zum Beispiel, wie viele Treppen sind es bis nach oben? Haben sie noch Probleme mit ihren Ohren? Weil die fahren ja oft zu. Haben sie nicht mehr? Habe ich nicht mehr, nee. Körper gewöhnt sich dran, Gott sei Dank. Also ist eigentlich ein schöner Job, weil man sich immer unterhalten kann. Ein super Job. Also ich mache ihn voll gern, weil man lernt immer viele Leute kennen, ist immer interessant. Nie langweilig auf jeden Fall. Das kenne ich sehr gut. Ich glaube, wir sind im Landeanflug. Kommen Sie mit? Bitte schön, ich bringe Sie bis vor die Tür. Und dann müssen Sie bleiben. Genau. Bis später vielleicht. Viel Spaß. Danke, ciao. Tschüss. Wow, was für ein Blick auf Stuttgart. Gucken Sie sich das mal an. Eine wunderbare Stadt, die ganz viel zu bieten hat. Und zwar nicht nur in ihrem Zentrum, sondern auch auf den Höhen drumherum. Wir entdecken heute den Birkenkopf, Schloss Solitude, den Killesberg und die Grabkapelle auf dem Roten Berg. Und von überall hat man solch einen fantastischen Blick wie auf dem Fernsehturm. Erkannt? Amazing Grace. Was dieses Lied zu tun hat mit Stuttgart und mit König Wilhelm I. und seiner Gattin Katharina, das werden Sie noch erfahren in dieser Sendung. Jetzt geht es erstmal hier um den Fernsehturm natürlich. Hi. Hi, herzlich willkommen. Perfekter Mann, weil du hast über den Turm hier ein Buch geschrieben. Jawohl, sogar das offizielle Buch zum Turm. Ja. Ja, in dem Sinne herzlich willkommen auf dem allerersten Fernsehturm der Welt. Es gab wirklich vorher keinen. Es gab vorher gar keinen. Ja. Und danach viele andere, die das nachgemacht haben. Aber das ist der allererste. Und fängt ja an mit einem Mann, kann man sagen, eigentlich ein Visionär aus Stuttgart, ne? Ein Visionär aus Stuttgart, Fritz Leonhardt, der war Ingenieur und hatte gehört, dass der SDR damals eine Antenne bauen wollte für Fernsehen und Radio und hat dann gedacht, so ein hässliches Ding möchte ich doch gar nicht so sehen. Und hat dann diesen ersten Fernsehturm der Welt gebaut, quasi mit Aussichtsplatte, Aussichtscafé, Restaurant, Kinderplattform hier oben, dass auch die Kleinsten was davon haben. Man konnte ja gar nicht so viel fliegen wie heute. Ja. Man kraxelte auch nicht ständig auf Berge am Wochenende. Und so hatte dann jeder eigentlich auch diese Vision alles von so einem Blick, ne? Überblick, von so einem Weitblick, den er auch wirklich so quasi zur Erbauung der Seele mitgedacht hat damals schon. Und es passt eigentlich sehr gut, finde ich, dass du über dieses Wahrzeichen was geschrieben hast, weil du bist ja auch ein sehr überzeugter Stuttgarter, oder? Du liebst deine Stadt. Ich liebe meine Stadt und das hat natürlich sehr viele Gründe, aber hauptsächlich eigentlich auch, weil sie gar nicht so einfach zu haben ist, sondern man muss sie sich ein bisschen erarbeiten und dann wird es aber umso spektakulärer und umso spannender. Ich glaube, es ist eben doch dieser Charme, den es an vielen Ecken noch hat, dass es eben nicht nur so eine große Metropole ist, die pulsiert, sondern dass es einfach so angenehm schwäbisch bleibt und man sich hier einfach wohlfühlt, wenn man es schafft, die Herzen der Stuttgarter aufzuschließen. Aber dann wird es umso schöner. Ja, und ein besonders schönes Kleinod im Grünen kannst du da hinten noch sehen. Das ist das Luftbad, eine alte Stuttgarter Institution. Die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Kann man sich bestens erholen. Thank you.
ich werde oft gefragt, was ist eigentlich ein Luftbad? Ja. Ich kann es mit ganz knappen Worten erklären. Es ist ein Freizeitgelände, ähnlich dem eines Schwimmbads, aber ohne Schwimmbecken. Wir haben angefangen vor 10 Jahren mit einem einzigen Qigong-Kurs. Dann kam Tai Chi, dann Yoga, Pilates, Wirbelsäulen, Gymnastik, Herzsport, Lungensport. Und man hört es jetzt schon klackern, Tischtennis gehört auch dazu? Tischtennis ist eigentlich das, was man immer gemacht hat, okay, aber eben nie so professionell. Darum geht es hier auch gar nicht. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Für viele ist das Luftbad eine zweite Heimat. Und das ist jetzt eure Kabine? Ja. Was ist da alles drin? Tja, da sind unsere Liegen, unsere Liegestühle drin. Badeschuhe, ja, sehe ich. Badeschuhe, ne? Ja. Ein Spiegel. Da oben haben wir Geschirr drin, Sektgläser unter anderem. Also für alle Fälle seid ihr eigentlich parat. Zum Sport machen, zum Amüsieren. Gott sei Dank aufgeräumt. Haben Sie sich extra vorbereitet? Nein, nein. Nein, nein, immer aufgeräumt. Mit Teppich. Mit Teppich, dass man sich auch mal barfuß umziehen kann. Sportmatten? Federballspiel. Und bei schönem Wetter lege ich mich ab und zu in die Sonne hier. Hm? Also sieht man eigentlich alles, worum es geht. Es geht um Entspannung, aber auch um ein bisschen Sport. Und Sport. Die Geschichte vom Luftbad geht ja weit zurück. Das ist ja nichts Neues hier in Stuttgart. Also wir sind jetzt 112, 113 Jahre alt. Ich bin ja ganz stolz drauf. Und wir haben in Deutschland viele Gelände dieser Art, die alle in derselben Zeit gegründet wurden. Alle so zwischen 1880 und 1910. So, mal ein Hallo ins Kaffeekränzchen. Geht's euch gut? Ja? Ja, so sieht's halt aus. Uns geht's ja vor. Da bin ich einen Kuchen an. Ja, aber gerne. Ein Traumplatz haben Sie hier, oder? Ja, das wissen wir. Wir sind auch stolz darauf und ganz begeistert von unserem Luftbad, vor allem vom Gelände. Und Sie haben vielleicht auch erkannt, wer hier mit in der Runde sitzt. Gerhard Raff, ganz bekannter Mundartautor und auch überzeugter Degerlocher. Ein Urdegerlocher. Meine Altvordern haben hier schon die Römer davon gejagt, den dichten Wald gerodet und daraus diesen Höhlenluftkurort Degerloch geschaffen. Ein weiteres Juwel von unserem Höhenluftkurort Degerloch sind die Weinberge, diese Steillagenweinberge am Scharnberg. Seit 1356 sind die urkundlich erwähnt und jahrhundertelang wurde der Wein von Degerloch sogar bis in die Schweiz, ins Allgäu exportiert, hat zum Wohlstand des Dorfes beigetragen. Herr Raff, Sie sind ja kein Wengerter, Sie haben aber einen ganz tollen anderen Titel, ein Superlativ. Ich bin Gott sei Dank nicht Wengerter geworden, sondern Schriftsteller und bin da der meistgelesene Dialektautor der Welt. Also mein, Sie wissen, wie man Schwäbisch richtig ja, schwätzt. Ja, mein vielfach preisgekröntes Buch Herrschmeiß Hirnra ist inzwischen das meistgelesene Dialektbuch. Das heißt, Herr schmeißt Hirn vom Himmel, oder? Herrgott schmeißt Verstand runter. Ist zwar ein vergeblicher Wunsch gewesen, aber sehr segensreich, denn meine ganzen Dialektbücher sind Millionen Spendenprojekte. Spendenprojekte heißt? In alle Welt, also für ökologische, soziale und kulturelle Zwecke habe ich diese ganzen Honorare gestiftet und bin da relativ einmalig. Ein großzügiger Schwabe also und auch, wir haben es ja schon gesagt, ein sehr überzeugter Degerlocher. Was ist denn schön? Also Degerloch ist einer der schönsten und teuersten Vororte von Stuttgart. Also schicki? Ja, also viele Vorstandsvorsitzende wohnen hier und auch das Dorf selber ist ja halbwegs schön geblieben. Das ist ja schon eine besondere Bahn, sieht man direkt, wenn man reinkommt. Das ist ein außergewöhnliches technisches Denkmal, leider viel zu wenig bekannt in Deutschland. Mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929 haben die Stuttgarter, der Oberbürgermeister Karl Laudenschlager, diese Bahn gebaut, um das Nesenbachtal mit dem Waldfriedhof zu verbinden. Wer da zur Beerdigung will, kein Auto hat, der muss also diese Seilbahn nehmen. Der Waldfriedhof, ist das auch so ein Ausflugsziel für Sie? Ist ein Ausflugsziel für viele Touristen, aber für mich ist es halt eine Stätte, wo ich eben gute Freundinnen und Freunde zu Grabe geleite. Also eher geleite. Ja. Und da gibt es den Begriff Erbschleicher-Express und lustige Witwen-Express. Das sind Erfindungen von Schlagzeilen, trächtigen, gierigen Journalisten. Also kein Stuttgarter sagt das. Nein, mir sagt ganz einfach, das ist die Säulbahn. Dieser Friedhof gilt als einer schönsten Friedhöfe der Welt.
1914 erbaut. Dann sind gleich die Opfer des Ersten Weltkrieges hier bestattet worden. Und hier liegt jetzt wirklich alles von dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss bis zu den Großeltern des sechsten Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker. Robert Bosch liegt hier. Also ich kann die gar nicht alle aufzählen. Da brauchen wir 2 Stunden, um die Prominenz hier vorzustellen. Und Sie haben hier auch was dabei, was Sie geschrieben haben über das Thema Waldfriedhof. Zum 100-jährigen Bestehen dieses schönen Friedhofs habe ich diese Geschichte verfasst in schönstem Schwäbisch. Na klar. Und ich hoffe, dass das die auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz verstehen. Tatsächlich hat es bis jetzt nur jedem hier gefallen und noch keiner ist gekommen und hat sich beschwert. Im Gegenteil, dort sind die Leute vor allem zufrieden. Vorher sind sie immer noch mehr wieder hin beschissen und kändelt und sind wüst gewesen. Aber jetzt ist kein Unterschied mehr zwischen Bundespräsident und Briefträger, Schlappeflieger und Schuldes, Doktor und Taglöhner, Prolet und Professor, Wengerter und Karrenbauer. Und wenn sie hinten noch so hoch hinaus wollen im Leben, sind sie doch alle 2 Meter tiefer gekommen. Nachdenkliche Worte an einem bemerkenswerten Ort. Davon gibt es einige in der Landeshauptstadt. Zum Beispiel der Birkenkopf. Mit 511 Metern lange Zeit die höchste Erhebung der Stadt. Die Stuttgarter nennen ihn Monte Scherbellino. Scherbellino natürlich, Auffüllung des Berges, des alten Birkenkopfs, mit Trümmern aus der bombardierten Stadt. 45% der Stadt waren ja zerstört. Und diese ganzen Trümmer sind hier hochtransportiert worden. Es ist also so ein Mahnmal gegen den Krieg, ja? Es ist ein Mahnmal gegen den Krieg und auch Denkmal. Also er soll in der Form, wie er so vor Ihnen steht, jetzt auch erhalten bleiben. Das Jahr danach zu teilen, hat er den Mond gemacht. Er lässt die Sonne eilen und gibt den Trost der Nacht. Der gnädige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Sie stehen wirklich jeden Sonntag hier in freier Natur? Also erst in der warmen Jahreszeit sind die Gemeinden in Stuttgart reihum dran, dass immer eine Gemeinde hier dann auch den Pfarrer und Pfarrerin vor Ort hat. Waren Sie jetzt zum ersten Mal hier? Nein, wir sind schon zum 3., 4. Mal hier in diesem Jahr. Und was ist so anziehend hier? Die Natur, die Umgebung, die Atmosphäre. Das ist wirklich, finde ich, so der schöne Moment zum Schluss, oder? Ja, und vor allem, wenn die Sonne jetzt aufgeht und die Wärme kommt, das ist traumhaft. Wer macht man das sonst um 8 Uhr morgens? Genau. Das hat uns heute rausgezogen, das ist natürlich ganz so da. Ist auch nochmal schön, ne? Oder? Oder. Was heißt da 8 Uhr morgens? Eine ideale Zeit zum Joggen, Radfahren oder spazieren gehen. In Stuttgart gibt es keinen besseren Platz dafür als die Seenplatte beim Bärenschlößle. Heute ist es ein beliebtes Ausflugsziel mit Einkehrmöglichkeit. Vor über 200 Jahren war es das Lustschloss des württembergischen Herzogs Karl Eugen. Er ließ sogar italienische Gondeln hier fahren. Ich muss noch ein bisschen üben. Wobei, da, wo ich jetzt bin, das hat immer noch nichts mit König Wilhelm und seiner Gemahlin Katharina zu tun. Auch dieses wunderschöne Schloss hier hat Herzog Karl Eugen bauen lassen. Schloss Solitude. Eine prachtvolle Anlage, die der bauwürdige Herzog zunächst als einfaches Jagdschloss plante, dann aber zu seiner herrschaftlichen Sommerresidenz ausbauen ließ. Der Bauplan zeigt Größe und Größenwahn seines Vorhabens. Und da drin treffe ich mich jetzt gleich mit einem, der wirklich ausgezogen ist, seine Heimat, das Schwabenland, in die ganze Welt zu bringen.
Hallo, Herr Mink. Hallo, Frau Dörfer, freue mich. Perfekter Platz für ein Restaurant, oder so königlich? Schlossähnlich fast schon. Es ist ein Schloss, es ist herrlich, es ist ein Traum. Was ein Eingangsbereich auch, ne? Man fühlt sich direkt wohl. Ja, also, wir haben so ein bisschen Ausstoff hier, damit man sich wohlfühlt. Aber es ist auch schön, ja. Und kann man sagen, so Höhepunkt und Ende einer langen Reise, weil Sie waren ja auch viel in der Welt unterwegs, um die schwäbische Küche zu zeigen, beizubringen. Das stimmt. Bisschen schwäbische Küche, baden-württembergische Küche, mal ein bisschen wegzubringen von diesem deftigen, schwäbischen, schweren Gericht, sondern einfach zu sagen, es ist eine leichte Küche, international fähig, präsentiert zu werden. Und ist mir relativ gut gelungen, glaube ich. Und auch eine heikle politische Mission, das wissen wir, als Schwabe in Berlin, da waren Sie auch der Erste, so ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Definitiv richtig. War nicht leicht am Anfang, weil keiner konnte was mit schwäbischer Küche anfangen. Was das denn? Aber mittlerweile sind es 12 Lokale in Berlin, haben feste Größen erreicht und ich glaube, der Genussfaktor ist recht hoch mittlerweile. Also Sie haben richtig was hinterlassen. Ich hoffe doch, ja. Das ist ein Raum, Herr Mink, in dem muss man große Partys feiern, oder? Das ist richtig, das ist der große Speisesaal. Und hier wird richtig, richtig viel gefeiert. Was feiert man hier so? Also, natürlich Hochzeiten zum Beispiel. Wenn wir da drüben die schöne Kapelle haben, bietet es sich natürlich an, da drüben die Hochzeit zu zelebrieren. Und am Ende des Tages wird hier gefeiert, gegessen, getrunken, getanzt. Da kommt jetzt noch ordentlich Deko drauf, da kommen Tischkarten drauf, da kommen goldene Platzteller noch drauf. Da passiert noch ganz arg viel jetzt. Dass es lebt. Jede Braut hat ihre speziellen Wünsche, wie der Raum auszusehen hat. Klar. Ich merke, Sie verstehen die Psychologie der Frau. Noch ein Beweis für Ihr Pionierdenken, sag ich mal, Herr Mink, oder? Ja, der Business Club Stuttgart, der einzigste Club in Baden-Württemberg noch mit eigenem Gebäude, den habe ich vor 5 Jahren gegründet, hier im Schloss installiert, sodass man Menschen, die etwas bewegen, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kultur, im Sport, die Plattform bietet, sich zu treffen, zu vernetzen, damit was vorangeht. Sehr schön. So, und jetzt haben wir hier das, was die Region ausmacht. Ein bisschen größer wie üblicherweise, aber Sie können es vertragen. Extra für mich. Ein schöner Zwiebelrostbraten mit Käse-Sahne-Nudeln und einer kräftigen Lemberger Soße. Egal, wo man ist und kriegt sowas zum Essen, dann ist Stuttgart überall. In jedem Fall im Magen und im Herzen. Das haben Sie schön gesagt. Guten Appetit. Dankeschön. Dann probiere ich jetzt mal. Ausgezeichnet. Solitude also, ein wunderschönes Schloss. Aber ganz viele verbinden den Begriff noch mit einem Autorennen, das es hier mal gab bei Stuttgart. Und da hat eine Automarke aus der Autostadt Stuttgart eine wichtige Rolle gespielt. Gerade hört man es auch schon. Porsche nämlich. Hallo Herr Bischof, auf den Punkt. Was haben Sie hier für einen tollen Porsche? Ja, ein 550 Spider, Baujahr 57. Passend hier zur Solitude. Ist auch schon Rennen gefahren. Kann ich da rein? Natürlich hier Rennen gefahren. Gell, ne? Schon mit dem James Dean, gell? Schon mal auch. Und heute sind Sie mein James Dean? Heute, ja, vielleicht, vielleicht im Alter entsprechend mehr Hans Hermann. Bischof, mit Solitude, mit der Rennstrecke kennen Sie sich aus. Das war schon eine wichtige Strecke hier bei Stuttgart. Ja gut, das war für uns von Porsche unsere Hausstrecke, gell? Zum Teil auch Teststrecke. Hier gab es auch eine Halle, Stuttgart Solitude, Lyon-Charbonnière. Es war halt ein Zuschauermagnet. Gell? Und man hat es ja nicht zählen können, aber ich glaube, an ganz tollen Tagen waren 400.000 Zuschauer zum Teil auf den Bäumen gesessen, auf den Wiesen. Und die Autobahn war als Parkplatz gesperrt. Jetzt fahren wir durchs Madental und sind jetzt auf der Start- und Zielgeraden. Gell, ne? Wenn man die als Erster gesehen hat, die Flagge, gell, dann waren wir echt begeistert. Boah.
rechts kommen jetzt die alten Boxenanlage, gell, ne? Und links der Zielrichterturm. Und so, jetzt durchs Ziel, gell, ne? Sie haben ja Porsche schon erwähnt, Sie haben da gearbeitet und hatten dann auch am Schluss eine ganz tolle Aufgabe, sich um die alten Schätze zu kümmern. Ja klar, ich habe mit Motorsport angefangen als junger Rennmechaniker 1968. Und irgendwann haben wir mal ein neues Museum gebaut, damals unter Dr. Wiedeking, gell, in diesem wunderschönen Bau, gell, wo wir ganz stolz drauf sind. Und da steht auch, ich sage mal, mindestens 20, 25 Autos, die einen reinen Bezug zur Solitude haben. Stuttgart ist auch dank dieses Museums ein Mekka für Autoliebhaber und für Architekten. Schließlich gibt es hier die berühmte Weißenhof-Siedlung. Sie wurde vor kurzem sogar zum Weltkulturerbe ernannt. In diesem kleinen Modellhaus namens B10 entwickelt ein Visionär Ideen für die Zukunft des Wohnens. Hallo, Herr Sobeck. Ich grüße Sie, Frau Dörr. Sie sehen, ich war gerade noch ein bisschen fleißig. Ja, das dachte ich mir. Wunderbares Haus, total transparent, aber darum geht es ja nicht nur. Das weiß ich schon. Genau, es geht auch um Wohnqualitäten und es geht um die dahinterliegenden Technologien. Und die kann man hier sich auch angucken? Ja. Die Technologien? Lassen Sie uns mal gucken. Ja, lüften Sie mal ein paar Geheimnisse. Hier habe ich schon die Schranktür offen, aus ganz anderem Grund. Aber wenn wir hier beispielsweise reingucken, dann sehen wir, wir sagen immer, das hydraulische Herz des Hauses. Es ist ein Experimentalhaus, um auszuloten, was kann man tun, wie weit kann man gehen, sinnvoll, ohne jedwede Einschränkung der Lebensqualität im Inneren. Das Haus produziert 200% der Energie, die es benötigt. Der Rest geht in das Elektroauto, das zum Haus gehört, oder die Elektrofahrräder. Oder man kann die Energie, die überschüssig ist, an ein Gebäude in der Nachbarschaft geben. Und diese Siedlung hier ist insgesamt auch eine ganz besondere. Das ist die berühmte Weißenhof-Siedlung, die 1927 gebaut wurde unter der Leitung des sehr bekannten Architekten Ludwig Mies van der Rohe, wo man erstmals in der Welt in dieser Radikalität und Klarheit aufgezeigt hat, dass man mit viel mehr natürlichem Licht in den Wohnungen leben muss, dass man durch einen anderen Raumzuschnitt auch eine ganz andere Art des Ausblicks nach außen bekommt, auch eine andere Art der frischen Luft, die man innen hat und vieles, vieles, vieles mehr. Also so. Wir haben jetzt beispielsweise hier, geht's in die Dusche. Mal ganz auf, genau. Wenn Sie die beispielsweise betreten, dann wird über einen Sensor festgestellt, dass Sie da sind. Ja. Und dann wird Wärme abgestrahlt vom Spiegel, sodass Sie nie frösteln, wenn Sie morgens nackig in die Dusche springen. Was für Gedanken, Wahnsinn. Man hört natürlich schon, wenn Sie erzählen, Sie haben sich ganz lang mit dem Thema beschäftigt und haben als Architekt auch in Stuttgart woanders noch Ihre Spuren hinterlassen. Auffällige. Ganz wenige, aber auffällige, ja. In dem Haus, in dem ich wohne. Das erste Haus, mehr oder weniger, das nur aus Glas besteht, im Jahr 2000 gebaut. Und das ein sogenanntes Triple Zero Haus ist, also ein Gebäude, das ressourcenarm ist, das zu 100% rezyklierbar ist, das keine Emissionen tätigt und auch keine fossilbasierte Energie benutzt. Sie haben natürlich auch, weil Sie so ein echt Gehirn sind für Ihren Bereich, auch schon weltweit, kann man auch sagen, Spuren hinterlassen. Sie haben einen riesen Flughafen mit in Bangkok, das ist einer der größten Flughäfen der Welt, wo wir das komplette oberirdische Engineering gemacht haben. Ich bin der einzige lebende Architekt, der schon zweimal für den Papst gebaut hat. Wir machen ganz Kleines, wir machen ganz Großes. Ich habe die Weihnachtsdekoration für RMS gemacht. Das auch noch, okay. Das auch noch. Es ist nicht wichtig, ob die Dinge klein oder groß oder preiswert oder teuer sind. Sondern Sie wollen so ein Problem lösen oder einen neuen Gedanken. Es geht um das Schaffen von schönen Dingen, die den Leuten gefallen. Das ist mir wichtig. So entstehen gerade rund um Stuttgart viele neue Wohnquartiere, wie hier am Killesberg auf dem ehemaligen Messegelände. Dort, wo früher die Ausstellungshallen standen, wurde ein neuer Stadtteil gebaut. Der angrenzende Killesbergpark hingegen blieb bestehen. Schließlich ist er den Stuttgartern heilig. Sehr hübsche Lady habt ihr da. So frisch poliert sie die aus. Ja, das ist unsere neue Werbung. Die Santa Maria wurde jetzt frisch aufgearbeitet. Und fährt auch noch? Natürlich, können wir gern zeigen. Testen wir das mal aus. Ja, dann fahren wir mal auf. Jawohl, hier steigen wir ein.
Die Santa Maria ist ja so euer neuester Schatz, kann man sagen. Genau. Wie kam die her? Ja gut, die Santa Maria haben wir vor 2 Jahren über den Förderverein, hat die gekauft und der Killesbergmann dann zur Verfügung gestellt. Und die wurde in den letzten 2 Jahren renoviert, die Santa Maria. Die Santa Maria wurde 1928 gebaut für die Weltausstellung in Sevilla und war dann jetzt bis vor 2 Jahren in Spanien. Wir haben ja schon 2 Lokomotiven, das Tatzelwurm und das Springerle. Und sie verstärkt jetzt hier den Fuhrpark. Und der Park, in dem sie jetzt rumfährt, der Killesberg, kann man schon sagen, ist so einer der Parks? Ja, das kann man schon sagen. Der Killesberg ist das Naherholungsgebiet in Stuttgart. Sehr gut über den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Und im Rahmen von der Internationalen Gartenschau 1993 hat man dann die Grünfläche sogar noch deutlich erweitert. Wir haben so im Jahr rund über 100.000 Fahrgäste, also das ist nicht wenig. Und von da ist eine Attraktion. Und ich sage immer, jeder 70-Jährige von denen gibt es ein Bild, wo irgendwo vor der Killesberg und ja, als Kind steht. Ja. Sodass es immer von Generation zu Generation weiter vermittelt wird. Und von da auch eine gewisse Bindung, die Killesbergbahn zu Stuttgart hat und auch dazugehört. Und noch ein Turm. Da muss ich natürlich hoch. In Stuttgart gibt es einen Verschönerungsverein schon über 150 Jahre. Und zu ihrem 140-jährigen Bestehen haben die diesen wunderbaren Turm hier bauen lassen. Eine ganz tolle Konstruktion, ein Ausflugsziel, weil man hier wirklich alles im Blick hat. Warst du schon mal hier? Also nee, das ist mein erstes Mal, aber wie ist es denn? Es ist ein bisschen wackelig. Da kriege ich ein bisschen Angst, dass der Turm jetzt einbricht. Wird aber nicht passieren, dafür steht er schon lang genug. Und der Verschönerungsverein hat noch was ganz Tolles, ein richtiges Kleinod in Stuttgart bauen lassen. Und zwar diesen Garten der schönen Melodie. Er war 1993 der chinesische Beitrag zur internationalen Gartenausstellung. Er blieb in Stuttgart und wurde später hierher versetzt, als kleine Oase der Ruhe und Stille, mit einem Traumblick auf den Fernsehturm und die Stadt, versteht sich. Hi. Gut seht ihr aus mit den Rädern. Dankeschön. Hallo Clemens. Hi, grüß dich. Ich kann mitfahren. Ja, gerne. Ja, dann besetze ich einfach mal das Rad hier. Muss ich irgendwas wissen, bevor es losgeht? Grundsätzlich ist das ein ganz normales Rad, aber mit Elektroantrieb. Aber das ist ganz intuitiv. Insofern einfach aufsteigen und mitmachen. Und ist das so euer Konzept, dass ihr eigentlich das Auto ein bisschen verdrängen wollt aus Stuttgart? Was heißt das Auto verdrängen? Ich sag mal, Stuttgart ist ja eine Stadt, die auch große Probleme hat mit dem Automobil. Ich sag nur Feinstaubbelastung am Neckartor. Oder Stau, Stau, Stau. Stau, Stau, Stau. Das Auto muss irgendwo geparkt werden. Und was wir eigentlich machen möchten, ist den Bürgern eine praktische Alternative zu geben. Und deshalb ist die Ausleihe auch kostenlos. Das ganze Projekt lebt tatsächlich nur von Spenden. Hier rechts ist übrigens Platz an der Teilschlag. Das ist das Zuhause von dem Rad, was du jetzt fährst. Ah, okay. Und das kann hier jedermann ausleihen. Und der Laden nutzt das, wenn es niemand geliehen hat, auch für eigene Logistik. Hast du überhaupt noch ein Auto, Clemens? Nein, ich wohne in einer Großstadt und da wäre der Besitz eines eigenen Autos eigentlich eher hinderlich. Ah, Mensch, Anna, ihr habt den Thorsten. Weg gefunden. Gelandet. Mensch, klasse, dass Mit du da Geschenk. Bist. Hi. Hi. Ich hab dir was mitgebracht, ne? Hier das Obstkörbchen. Ah, Vitamine, ich danke dir. Wo ich mich dir. Schon frage, ja. was du damit anstellst. Aber erstmal vielen Dank an die Radfahrer. Mach's gut. Gute Tschüss. Fahrt noch. Ciao. Tschüss, komm gut heim. Also Anna, wir sind jetzt hier auf dem Römerkastell. Und ich habe hier selbst einen Traum von mir sozusagen erschaffen. Und ich zeig dir einfach mal,
um was es geht. Und dann wird sicherlich gleich auch klar. Anna, es geht um Karten und ich spiele gern. Ja? Du bist ein Spieler. Ja, sowas in der Art. Ja. Also mehr ein zauberhafter Spieler. Und du wählst dir gleich irgendwo eine Karte aus, welche du willst. Also an irgendeiner und ich fange schon an zu starren, wie immer. Ja, du kannst mal ganz genau auf die Finger schauen. Das ist sehr wichtig. Also sagst halt oder stopp, wann du willst. Okay? Mhm. Wann du stopp. Willst. Hier? Mhm. Okay, nimm die Karte und schau sie dir an. Ja. Okay. Und merkst du dir, das Interessante ist, schau, dass in dieser Zitrone etwas drin ist. Und zwar ist das, guck mal, eine Karte. Und was hast du für eine Karte gehabt? Die Pik 2. Die Pik 2. Mhm. Nimm mal die Karte hier raus und falte die mal auseinander. Und? Ja, es ist die Pik 2, oh Wunder. Also du siehst ein zauberhafter Spieler. Das war schon sehr bezaubernd, oder? Thorsten, und hier passiert noch mehr in der Richtung. Hier passiert noch mehr. Aber jetzt sind wir hier in meinem eigenen Theater. Das ist Strothmanns Magic Lounge. Und ich habe die vor über 6 Jahren, im Jahr 2009, eröffnet. Es gibt 3 verschiedene Shows und ich habe über 200 Shows im Jahr, die ich also hier spiele. Also dein eigenes Theater nur zum Zaubern hier? Nur zum Zaubern. Ein Geheimtipp aus Stuttgart. Sehr schön. Und das ist jetzt der Bereich vor dem Vorhang, also die Magic Lounge. Und da sind die Zuschauer vor der Show. Da gibt es kleine Snacks an der Bar, ein paar Getränke. Und dann geht irgendwann der Vorhang auf und dahinter ist das Herzstück. Weil das, was die Menschen hier sehen, ist so magiehautnah. Also keine zersägten Damen, ja, und auch keine schwebenden Menschen, sondern die Close-Up-Magie. Hier ist für Sie der Magic Guten Abend! Sandra, ich möchte, dass Sie jetzt gleich irgendwann Halt oder Stopp sagen, wenn ich Ihnen das Buch so vorrausche. An irgendeiner Stelle, egal wann, egal wo, wann Sie möchten, okay? Gut. Stopp. Gut. Bitte merken Sie sich die Seitenzahl, Sandra, von Ihrer gewählten Seite. Haben Sie? Ja. Okay. Vielleicht haben Sie schon mal was von dem Satz gehört, Gedanken erschaffen Realität. Ja. Wie auch immer. Genau das werde ich jetzt ausprobieren. Und dazu konzentrieren Sie sich, Sandra, nochmal auf dieses Glas. Und dann werden Sie was ziemlich Erstaunliches feststellen. Und man sieht, Sandra, eine neue Realität in diesem Glas. Und das sieht aus wie eine Buchseite. Und wenn ich diese Buchseite langsam auseinanderfalte, Sandra, dann werden Sie feststellen, es handelt sich hierbei jetzt um die Seite 69. 69. Da bin ich aber froh. Bitte öffnen Sie das Buch auf der Seite 69, Sandra, und zeigen Sie jedem, was passiert ist. Thorsten, wie kommt man denn zu einem Zaubertheater? Das ist eine gute Frage. Ich habe Zaubern als Hobby gemacht und während meinem Studium habe ich mein Geld schon mit Zauberei verdient und bin dann lange Zeit als Profi tätig gewesen. Ich habe mich irgendwann entschieden, das als Profi zu machen und war eigentlich im Firmenbereich tätig in ganz Europa, 15 Jahre lang, bevor ich das Theater eröffnet habe. Also mit 23 habe ich mich selbstständig gemacht, mit 7 und 38 habe ich das Theater eröffnet. Und da, wo wir jetzt stehen, sind ganz viele Geheimnisse wahrscheinlich versteckt. Da sind viele Geheimnisse und da darf normalerweise auch niemand her. Hinter der Bühne. Hier, genau, hinter der Bühne, Backstage, wie es neudeutsch heißt. Ne? Könnte ich jetzt hier was entdecken? Je nachdem, nein, ich habe alles versteckt. Alles abgelegt. Aber hier bereite ich mich vor und brauche immer so eine halbe Stunde für die Show, um alles vorzubereiten, alles nochmal zu checken und zur Ruhe zu kommen und mich auf meine Zuschauer sozusagen vorzubereiten. Ja. Aber du hast so viel Erfahrung. Ich wette, die nächste Aufgabe ist für dich sehr gut lösbar. Ich treffe mich nämlich mit einer Weinkönigin und hätte noch gerne eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein? Mhm. Ja, normalerweise erscheint bei mir der Ramazzotti in der Show. Du schaffst das aber auch, oder? Ich versuche was, Nehmen wir mal das Tuch und schau dir das mal an. Du kannst feststellen, da ist alles hoffentlich in Ordnung, da ist nichts drin verborgen und so weiter. Es ganz ist, normales ist Tuch, alles gut. Aber ich versuche jetzt aus diesem Tuch was erscheinen zu lassen. Das ist in diesem Fall die Flasche Wein. Passt perfekt. Darf ich die schnappen? Die darfst du schnappen. Nehme ich jetzt mit. Die spielt keine Rolle mehr in der Show. Thorsten, ich danke dir. Ciao. Stuttgart ist eine Weinstadt. Dazu gehören die vielen kleinen Weinberge. Mittendrin schon wieder eine Aussichtsmöglichkeit. Der Burgholzturm im Nordosten von Stuttgart. Hallo Stefanie. Hallo.
Guck mal, ich habe was mitgebracht. Oh, wunderbar. Ich habe passende Gläser dazu. Mensch, was ein Zufall. Manchmal läuft es beim Fernsehen, gell? Und hier stehen wir ja schon eigentlich perfekt, um auf Stuttgart zu gucken. Ja, ist ein wunderschöner Blick hier gerade ins Neckartal. Fellbach über den Rotenberg, Untertürkheim, Obertürkheim bis zum Fernsehturm. Toller Blick. Jetzt mit tollem Wein. Ja. Hast du was dabei? Als Weinkönigin gehe ich davon aus. Eine Weinkönigin, ne? Hat immer einen Kellnermesser dabei. Perfekt, dann überlasse ich die auch dir. Stuttgart ist eigentlich eine Weinhauptstadt, könnte man sagen. Die deutsche Großstadt mit der meisten Rebfläche. Ist das so? Alter? Ja, okay. Hat sogar Mainz überholt. Mainz war da mal Spitzenreiter. Und jetzt ist es aber Stuttgart mit knapp über 400 Hektar Rebfläche. Jetzt kommen wir aber mal zum Wein. Ne? Vielen Dank. Zum Wohl. Dank dir. Stefanie, du warst bis vor kurzem württembergische Weinkönigin, kannst jetzt zurückgucken auf das Amt. Was ziehst du so für eine Bilanz? Es war ein unheimlich tolles Jahr. Ich habe viel erlebt, natürlich auch viel Neues gesehen, Neues kennengelernt, vorwiegend hier in der Region. Aber das ist auch das Ziel von dem Amt, eben die Region zu repräsentieren. Ich habe natürlich viele Weingüter kennengelernt, auch den ein oder anderen bekannten Menschen getroffen. Und damit ich jetzt Stuttgart noch besser kennenlerne, hat Stefanie eine kleine Rundfahrt eingeplant. Und zwar mit dem Stucki. Da kommt er schon. So, Stefanie, und hier kriegt man jetzt eine gute Übersicht über Stuttgart in dem Bus? Ja, total. Also in dem Bus kriegt man einen ganz, ganz tollen Überblick, weil man alles sieht, was Stuttgart ausmacht, finde ich persönlich. Zum einen die Industriekultur, die es bei uns gibt, aber auch, dass Stuttgart eben so eine grüne Stadt ist. Also die Wälder oder halt die Natur generell, die Weinberge. Und finde ich eine wirklich tolle Tour. Hier gibt es natürlich alle Sprachen, aber es gibt auch Nummer 3, Schwäbisch. Da kannst du mal reinhören, ob du was verstehst. Ich dabei ist. Um alle drei Sehenswürdigkeiten anzugucken, musst du nicht einmal kreuz und quer durch Stuttgart fahren. Kanal 3, der Schwabenkanal. Lustig. Ich komme wieder an Haltestelle. Also wenn du mal quasi nicht genau weißt, wo du bist hier, entweder in den Kanal reinhören. Ja. Oder es gibt auch, zum Beispiel auf Facebook findest du das unnütze Stuttgart-Wissen, wo man dann Fakten rund um Stuttgart erfährt, die auch mir Stuttgarter gar nicht wirklich auf dem Kasten haben alle. Also da könntest du auch noch was lernen. Kann ich auch noch was lernen. Auch eine Weinkönigin kann da noch was lernen. Ja, klingt nach einem guten Tipp. Den Bewohnern der Wilhelma ist das alles ziemlich schnuppe. Patrick Nicolai, der hat diese erfolgreichen Bücher geschrieben. Hallo. Hallo Patrick. Servus. Sehr informatives Buch. Willst du schon mal hören, was ich gelernt habe? Bitte, schieß los. Kleine Abfrage. Also in Stuttgart gibt es 23 Bezirke. Und die meistbesuchte Attraktion ist in Bad Cannstatt die Wilhelma. 2013 2,4 Millionen Besucher im Jahr. Richtig. Stimmt's? Perfekt. Und ich wette, du weißt noch mehr. Ja, ein bisschen weiß ich noch was über die Wilhelma. Zum Beispiel das Außergewöhnlichste ist ja eigentlich der Baustil der Wilhelma, der orientalische maurische Stil, den König Wilhelm I. gewählt hatte. Der hat das nämlich als sein eigenes Badhaus erbauen lassen, weil hier Mineralwasserquellen vorhanden sind. Und er dachte sich, ja gut, ich will aber mein eigenes Bad und hat sich dann das hier samt der schönen Gartenanlage erbauen lassen. Und König Wilhelm I., der klingelt es direkt bei mir. Kennst du schon? Ich muss noch ein bisschen was üben. Kannst du singen? Nein, aber wenn du üben musst, habe ich einen Tipp für dich. Hast du schon mal gegen eine Wand gesungen? Nö, noch nie, aber bin ich offen für. Das kannst du hier in der Wilhelma gleich dort üben. Dann laufen wir mal. Zeig mir mal, wo das ist. Gerne. Perfekt. Zu Bad Cannstatt gehört aber nicht nur die Wilhelma. Auch der Kurpark ist bei den Einheimischen sehr beliebt. Schon wieder, König Wilhelm I. Ja, er verfolgt uns von der Wilhelma her. Und hier, direkt in Cannstatt, hat er dann diesen Kursaal erbauen lassen. Aber am Anfang war es quasi eine Trinkhalle für Trinkkuren, damit man auch bei schlechtem Wetter sich unterstellen konnte, diese Trinkkuren machen konnte. Wie kommt man dazu, so viel Wissen zu sammeln, dass es tatsächlich jetzt schon 3 Bücher füllt? Ich habe es ursprünglich als private Facebook-Seite angelegt, die meine Freunde dann einfach liken konnten. Und das haben ganz viele Leute getan, durch den Schneeballeffekt immer mehr. Ja, und so sind mittlerweile
mittlerweile auch 3 Bücher daraus geworden. Genau. Sehr schön. Ich habe auch hier unnützes Stuttgart-Wissen für dich direkt hier vor Ort. Leg los. Ja. Vom Kursaal. Hier wurde nämlich nach dem Krieg 1949 der Deutsche Fußballbund neu gegründet. Also haben wir hier eigentlich eine richtige Pilgerstätte für Fußballfans, wenn sie denn Bescheid wissen. Jetzt wissen sie es und jetzt können sie herkommen. Jetzt kommen sie. Also wir sind ja hier immer noch am Rande des Kurparks und das war das Privatgrundstück von Gottlieb Daimler. Er hatte hier eine Villa und das hier, das war sein Gewächshaus. Als er hergezogen ist, hat er aber gesagt, ich brauche kein Gewächshaus, ich brauche eine Werkstatt. Und die haben sie dann einfach hier einrichten lassen. Und hier hat Gottlieb Daimler zusammen mit Wilhelm Maybach dann den ersten schnelllaufenden Verbrennungsmotor entworfen. Und das war das hier, die sogenannte Standuhr wegen dieser Form. Und den konnte man dann in das erste Fahrzeug einbauen. Das war der sogenannte Reitwagen, sieht auch ein bisschen so aus. Das stimmt. Und quasi auch das erste Motorrad der Welt. Jemand, von dem man so viel lernen kann wie du, Patrick, der kann mir bestimmt auch noch was sagen zur Grabkapelle. Ist nämlich meine nächste Station. Okay, auf der Grabkapelle, da gibt es einen kleinen Spiegel. Und auf der gegenüberliegenden Seite, auf dem Hügel, auf der Uhlandshöhe, steht die Sternwarte. Und die nutzt diesen Spiegel. Und zwar schießt sie einen Laser darauf. Dadurch justieren sie den Laser, den schießen sie dann ins All. Und dadurch wird dann der Weltraumschrott quasi vermessen. Und das von Stuttgart aus. Einfacher gesagt, das Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik dient dazu, den Weltraum sicherer zu machen. Die dort umherfliegenden Abfälle der Menschheit sollen genauer vermessen werden, als das bisher möglich war. Und die Grabkapelle auf dem Roten Berg wird dabei als Ziel zur Feineinstellung des Laserstrahls benutzt. Die meisten Besucher bekommen davon gar nichts mit. Denn schließlich führt sie ein ganz anderes Motiv hier hoch. Die Liebe. Ach, hallo Frau Krau. Hallo Frau Topf. Haben Sie schon geübt? Ja, das klappt ja auch ganz gut. Ich habe jetzt nur geguckt, wo dieser Spiegel ist. Genau da oben, über der Liebe. Ach, ganz klar. Ziemlich versteckt. Liebe ist, glaube ich, hier eh ein gutes Stichwort, ja, oder? Bei der Kapelle. Sie sind hier am schönsten Platz in Stuttgart. Auf der Grabkapelle auf dem Württemberg. Erbaut von König Wilhelm I. für seine früh verstorbene Frau Katharina. Sie kam ja aus Russland und deshalb wurde die Kapelle als russisch-orthodoxe Kirche gebaut. Und sowas baut man natürlich nur, wenn man einen Menschen sehr liebt. Er hat sie geliebt, aber ich glaube, das Volk auch. Ja, das Volk hat seine Königin sehr geliebt. Jetzt müssen Sie mir noch verraten, Frau Grau, Amazing Grace, was hat es damit hier auf sich? Ja, wir haben hier in der Gruft eine ganz, ganz tolle Akustik. Wir machen bei Sonderführungen hier immer kleine Konzerte. Und heute ist hier der Gopher Gospel Chor. Das sind alles Sänger, die hier aus dem Raum Untertürkheim, Rodenberg kommen. Die freuen sich sehr, dass sie hier in der Gruft singen dürfen. Und die warten auch schon auf mich. Deshalb sage ich an der Stelle Tschüss und husche jetzt mal schnell da runter. Und in diese Grabkapelle hier müssen Sie auf jeden Fall mal kommen. Nicht nur optisch, auch akustisch ein echtes Erlebnis. Bis zur nächsten Expedition. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss.